meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Heute habe ich mein Bücher-Update für euch. Ich habe schon länger keins mehr hochgeladen. Ich glaube, Anfang des Jahres war das letzte Bücher-Update. Und ja, ich erzähle euch heute, welche Bücher ich seitdem gelesen habe, welche ich gekauft habe, welche ich abgebrochen habe, welche ich gehört habe und so weiter und so fort. Also der Stand der Dinge, den gibt es heute von mir. Und ich habe mittlerweile so ein wunderhübsches Moleskine Passion Journal. Und das ist das Book Journal dieser Passion Journal Reihe. Ein Video dazu drehe ich euch auch noch ab. Und ja, ich habe ein bisschen Statistik geführt und die erzähle ich euch jetzt einfach mal. Ich habe im Februar 7 Bücher gelesen und das waren 3515 Seiten. Pro Buch waren das 465 Seiten im Durchschnitt und pro Tag waren das 125 Seiten. Ich habe aber auch 2 Bücher abgebrochen. Die habe ich aber nicht in den Durchschnitt der gelesenen Bücher, also in die 465 Seiten eingerechnet, einfach weil ich glaube, das wäre sonst unlogisch. Ich habe den Monat Februar verlassen mit 8 begonnenen Büchern, also currently reading. Ein Buch habe ich mir gekauft, das habe ich aber in dem Monat als E-Book auch schon angefangen, also das ist mittlerweile auch durchgelesen. Und mein Substand, den habe ich mit 57 Büchern verlassen im Februar. Ja, und dann habe ich noch 6 ungehörte Hörbücher. Ja, ich nehme es ganz genau mittlerweile. Ja, und ich fange mal an mit Kinderbüchern. Ich habe von Ottfried Preußler Der kleine Wassermann meinem Sohn vorgelesen. Wir haben auch schon Die kleine Hexe und Das kleine Gespenst gelesen. Die Cover sind sich ja immer sehr ähnlich und ich glaube, es ist zwar keine Trilogie, aber es ist so ein bisschen artverwandt. Der kleine Wassermann ist ein ja wirklich kleiner Junge mit grünen Haaren, der in einem Tümpel lebt, an einer Mühle bei einem Müller und der sozusagen jedes Kapitel neue Abenteuer erlebt. Und ja, es war wirklich süß und ich liebe Ottfried Preußler, weil der einfach so eine tolle, archaische Sprache hat, aber nicht, dass es irgendwie fremd wird, sondern es fühlt sich so nach zu Hause an. Also so, ich sage immer so, wie ein bisschen wie wenn Oma dir eine Geschichte erzählt. Natürlich eine lustige, tolle, liebe Oma und niemand anders. Es gab ein Kapitel, da hat der kleine Wassermann eine Rutschpartie gehabt in der Mühle und ich glaube, das war die Stelle, wo mein Sohn am meisten gelacht hat. Er hat dieses Buch geliebt, wir hatten uns das eigentlich in einer Bücherei ausgeliehen, aber ich musste es jetzt nachkaufen, damit wir den kleinen Wassermann immer wieder nachlesen können und auch mein Kleiner, also der 4-Jährige, der muss irgendwann auch mit mir zusammen den kleinen Wassermann lesen. Dann habe ich ja auch schon öfter das magische Baumhaus-Reihe erwähnt und die magische Baumhaus-Reihe umfasst, glaube ich, 54 Bände und die Bücher sind immer klein und dünn. Das ist jetzt der Stellvertreter. Ich habe das magische Zauberschwert gelesen. Da geht es um Excalibur und ein großes Abenteuer, was Philipp und Anne erleben, wenn sie mit ihrem magischen Baumhaus in der Zeit zurückreisen. Sie brauchen Excalibur. Sie kriegen immer ein Gedicht von Merlin in ein Buch gelegt und finden sich dann in einer Zeit wieder, die sie selber nicht kennen. Es kann sehr stark in die Vergangenheit zurückgehen, halt auch bis wirklich in die Steinzeit oder so. Im magischen Zauberschwert war es jetzt nicht genau betitelt. Aber sie waren irgendwann auf dem Meeresgrund und da gab es eine Schlange, die war so groß wie eine Insel. Und die Schlange hat dann die Insel sozusagen mit ihrem Körper umschlungen und man konnte nicht erkennen, was Felsen und was Schlange war und die muss riesig gewesen sein. Und das sind natürlich fantastische Geschichten, die Kinder lieben und ich liebe sie auch und bin froh, dass ich mit meinem Sohn diese Geschichten durchlesen kann. Das hier haben wir auch wieder ausgeliehen. Wir sind mittlerweile bei 2 Büchereien, also bei 2 Bibliotheken angemeldet, die Kinderbücher ausleihen, einmal in der Schule und das ist einmal eine hier bei uns im Stadtteil. Und ja, wir haben von der 54-bändigen Reihe, ich glaube mittlerweile so ungefähr 10 gelesen. Und das ist auf jeden Fall eins, was wir auch noch demnächst lesen möchten. Ein weiteres Buch, was ich auch mit meinem Sohn, was ich ihm vorgelesen habe, was wir zusammen gelesen haben, ist ein Kinderbuch-Klassiker. Ich hatte eine Version aus dem Fischer Klassik Verlag. Es war nämlich Gullivers Reisen. Ich habe mir aufgeschrieben J. Swift. Ich glaube, Jonathan heißt er. Ich bin mir aber nicht sicher. Meine Version hatte 186 Seiten. Und ja, also ich bin froh, dass ich es mal gelesen habe. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Sohn, weil er sehr, sehr tapfer durchgehalten hat. Ich muss aber sagen, dass das jetzt nicht unbedingt eine Lektüre für Kinder war. Mir sind nämlich 2 Sachen aufgefallen. Erstmal ist die Sprache sehr altmodisch gewesen. Es kann auch an der Ausgabe und an der Übersetzung liegen. Aber es waren ständig Synonyme für Wörter da. Und ich glaube, dass Kinder, mein Sohn ist jetzt zum Beispiel 7, das noch nicht so versteht. Es war zum Beispiel für Eure Majestät, Eure Hoheit,
Herr König und noch viele verschiedene andere Wörter, immer in einem Satz. Und ich glaube, es ist für Kinder da ein bisschen schwer zu folgen, macht das Ganze aber natürlich sprachlich schon etwas hochwertig. Man sagt ja, Menschen, die viele Synonyme kennen für ein Wort, die sind etwas intelligenter. Also in dem Buch hat man das auf jeden Fall gemerkt. Der Herr Swift hat anscheinend einen hohen IQ, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ist nicht die optimale Lektüre für Kinder, aber es ist halt im Grunde auch ein Klassiker und den habe ich jetzt auch mal gelesen. Die Geschichte habe ich mir ein bisschen spannender vorgestellt. Also am Anfang ging das immer sehr viel in Aufzählungen. Da war er ja in Lilliput. Dort waren ja seine Genossen alle ganz klein und er musste erst damit kämpfen, dass die ihn nicht so akzeptiert haben. Und dann hat er immer aufgezählt, wie viele Speisen aufgetischt waren, wie viele Menschen irgendwo zu gebraucht wurden, um ihn zu fesseln, wie viele Seile, wie viele Nägel. Und das war so ein bisschen ermüdend am Anfang. Das hat sich dann aber am Ende so ein bisschen gegeben. Und als er dann in das Land der Riesen kam, da wurde es auch sehr viel spannender, weil er halt zum Beispiel mit einer Ratte kämpfen musste. Die war ja so groß wie er und so weiter und so fort. Aber so eine richtige Pointe der Geschichte kam jetzt nicht so richtig rüber. Das sollte, glaube ich, einfach nur unterhalten. Ich meine, das spielt ja auch Mitte des 18. Jahrhunderts. Weiß nicht, wann das geschrieben wurde. Keine Ahnung. Ich kann es euch ja mal einblenden. Aber ja, es war okay. Es war aber jetzt nicht überragend. Ja, ein Buch, mein Klassiker und gleichzeitig mein Highlight im Februar. Ich habe schon 1000 Mal auf Instagram, auf YouTube selbst, ich habe ein komplettes Video über dieses Buch gedreht. Ich liebe es und ich möchte es an der Stelle nochmal erwähnen. Tolstoi, Krieg und Frieden. Jede Ausgabe zwischen 1500 und 2000 Seiten ist ein Klassiker. Ist geschrieben Mitte des 18. Jahrhunderts und befasst sich mit dem Krieg Anfang des 18. Jahrhunderts, nämlich als Napoleon in Russland im Endeffekt ja eingefallen ist. Es geht um einen Spiegel der Gesellschaft, um mehrere Familien, deren Handlungsstränge ineinander verwoben sind. Es war super spannend, tolle Charaktere, tolle geistreiche Ideen, viele philosophische Weisheiten, ein spannender Plot und ich habe es einfach geliebt. Ich habe nicht jede Stelle gleich geliebt. Es ist sehr lang. Man braucht Durchhaltevermögen. Aber das Buch ist eins und vor allem auch die Serie. Es wurde jetzt eine neue Serie von BBC rausgebracht. Die habe ich mir parallel dazu immer so ein bisschen angeguckt, um mich auch zu motivieren. Es war die perfekte Mischung. Ich habe bei jeder Folge Rotz und Wasser geheult. Ich glaube, wenn man die Serie allein guckt, ist es ein bisschen flach, weil man einfach nicht weiß, was da genau vor sich geht, was die Charakter jetzt denken oder. Ich glaube auch nicht, dass man versteht, worum es wirklich geht. Dazu ist das Ganze einfach zu episch. Deswegen meine Empfehlung, lest dieses Buch und guckt dazu die Serie. Fand ich großartig. Es gibt auch ein vierteiliges Hörbuch dazu bei Audible oder man kann es auch auf CD kaufen. Ja, mein absolutes, neuestes Top 3 Lieblingsbuch ever und ich liebe es. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem Buch, was ich abgebrochen habe. Jetzt kommen wir also zu den abgebrochenen Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeine logische Reihenfolge kennen konntet, aber ich habe erst die Kinderbücher, dann den Klassiker und jetzt kommen wir sozusagen zu einer Rangfolge. Also von jetzt an wird jedes Buch, was ich euch zeige, besser. Und ja, ich habe abgebrochen ein Buch, worauf ich mich sehr gefreut habe, was ich lange auf dem Sub habe, was ich gelesen habe, aber leider nicht zu Ende lesen konnte, weil es mich unendlich gelangweilt hat. Das ist nämlich von Kate Atkinson, die Unvollendete. Ich meine, es geht um eine so tolle Thematik. Es ist nämlich hier eine junge Frau, die 1910 immer und immer und immer wiedergeboren wird. Und das passiert auch, aber mehr passiert auch nicht. Also es sind verschiedene Dinge, woran sie stirbt. Meistens das erste ist, glaube ich, eine Kinderkrankheit, dann fällt sie mal aus dem Fenster, dann passiert mal dies und jenes und ertrinken tut sie auch mal, aber daraus resultiert nichts. Also es wird immer wieder zurückgesprungen an diese Anfangsszene, das ist nicht besonders ausgedehnt, also es ist nicht so, dass das Buch Längen hat. Aber man versteht überhaupt nicht, worauf diese Geschichte abzielt. Man hätte so toll mit dieser Idee spielen können, dass sie irgendwie was verändern kann in der Zukunft. Und wenn sie stirbt, dann hat sie wieder eine andere Voraussetzung, worauf sie wieder anders aufbauen muss oder so. Oder irgendwelche, weiß ich nicht, physikalischen Raum-Zeitgeschichten hätte man daraus machen können. Also es gibt mit Zeitreisen oder Wiedergeburt so tolle Ansätze von Geschichten, aber leider waren hier gar keine Ansätze. Ich dachte so auf Seite, ich glaube, es war 150 oder so. Ich habe das Buch bis Seite 200 gelesen. Dort dachte ich mal, okay, jetzt geht's los. Da wurde das erste Mal
ansatzweise von einem Déjà-vu geredet, also eine Situation, die ihr irgendwie schon mal bekannt vorkam, aber nee. Also es wurde halt so, dass sie von Kapitel zu Kapitel älter wurde und irgendwann ging es dann halt auch um den Zweiten Weltkrieg. Das ist also die Geschichte, der Kern der Geschichte, die große Rahmenhandlung. Und der Prolog war toll, da hat sie irgendwie einen erschossen, also wenn sie das überhaupt war, ich nehme es mal an, und sagte irgendwas mit Führer. Also vielleicht geht es auch am Ende darum, irgendwie die ganze Nazi-Zeit auszulöschen. Ist eine tolle Idee, aber die Geschichte fing halt einfach nicht an und ich wollte keine Zeit mehr verschwenden. Ich habe Rezensionen gelesen. Ging wohl einigen anderen auch so. Andere schwören auf dieses Buch. Ich war vielleicht einfach irgendwie für die Thematik nicht richtig empfänglich, keine Ahnung. Ja, ich habe es dann abgebrochen, weil eine liebe, auch Kollegin von mir, die Mona von Bücherwunder, hat mich dann bestätigt. Die hat das Buch nämlich auch abgebrochen. Und wir ticken ähnlich, was Buchgeschmack angeht. Deswegen bin ich jetzt nicht besonders traurig. Ja, dann habe ich eine Leseprobe gemacht, so will ich es mal nennen. Ich habe ein Buch angefangen zu lesen, weil ich es auf dem Kindle hatte. Eine Freundin von mir, mit der teile ich mir den Kindle, und die hat das Buch gelesen. Und deswegen habe ich einfach mal eine XXL-Leseprobe gemacht, würde ich es mal jetzt so nennen. Bis Seite 50 bin ich gekommen. Und dann habe ich entschieden, dass diese Geschichte einfach nicht meine Art der Geschichte ist. War mir zu jugendlich. Ich mochte die Protagonistin nicht. Es war mir einfach zu offensichtlich und sogar Klischees konnte ich an der Stelle nicht ertragen, die mir sonst nicht so viel ausmachen. Aber es ging um, ich hoffe, ihr vierteilt mich jetzt nicht, es ging um Paper Princess. Ja, ich mochte es nicht, aus den erwähnten Gründen. Ich meine, sie ist 17 und muss strippen. Das war dann irgendwie so der K.O.-Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist so dermaßen unkreativ. Ja, außerdem war sie käuflich. Ein gewisser Herr Royal hat nämlich die Vormundschaft für sie übernommen und musste ihr dann Geld geben, dass sie bei ihm blieb. Und sie sagte, naja gut, für 10.000 im Monat bleibe ich halt noch eine Nacht. Ich will niemandem die Freude an diesem Buch lesen, nehmen. Es ist eine leichte Lektüre und jeder soll es lesen, wenn es ihm Spaß macht. Aber ich habe halt gemerkt, es war nichts für mich und deswegen habe ich es dann gelassen. Ja, jetzt habe ich auch ein bisschen Angst, weiterzureden, weil es sind irgendwie immer diese Hype-Bücher, bei denen ich Probleme habe. Ein Buch, was ich leider auch nur so mittelmäßig fand, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der es nur mittelmäßig fand. Alle lieben es. Und es geht um Pierce Brown, Red Rising. Habe ich auch gelesen, erst als E-Book. Ist übrigens das erste Buch, was ich versucht habe, auf Englisch zu lesen, wo ich nichts verstanden habe, was ich dann auf Deutsch weitergelesen habe, weil es einfach keinen Sinn ergeben hat für mich. Diese Ausgabe habe ich mir während des Lesens gekauft. Das ist also sozusagen mein Neuzugang, aber ich habe das Buch ja mittlerweile beendet. Ja, es geht um Darrow. Darrow ist aus der Gesellschaftsschicht der Roten. Er ist ein Höllentaucher. Das heißt, er lebt auf dem Mars übrigens. Und er befördert Gas an die Oberfläche, um den Mars irgendwann besiedeln zu können. Darum geht es in der Geschichte. Und ja, Darrow hat auch eine Frau und er lebt dort in seiner Gesellschaft. Es geht ihnen nicht gut. Die Roten stehen in Konkurrenz mit andersfarbigen Gesellschaftsschichten. Und es geht am Anfang darum, den sogenannten Lorbeer zu bekommen. Wenn man den Lorbeer hat, dann sind einem sowas wie Nahrungsmittel gesichert und so weiter. Aber es stellt sich sehr schnell raus, dass für die Roten das einfach unmöglich ist, einen Lorbeer zu bekommen. Und ja, darauf beruht die Geschichte. Darrow widerfährt ein furchtbares Schicksal und er erfährt etwas über seine Welt, was er nicht wusste. Ihm ja wird einiges klar. Ich muss mich vage ausdrücken, weil ich das euch nicht vorwegnehmen möchte. Und an der Stelle, als er diese Information bekommt und sein schreckliches Schicksal erleiden muss, beginnt diese Geschichte. Der Anfang dieser Story, der war großartig, fand ich super. Ich habe eine Science-Fiction-Geschichte erwartet mit ganz viel Spannung. Es ist am Ende aber leider abgedriftet in, ich habe das getauft, The Hunger Games in Westeros. Ne? Also es ging irgendwie wie so einem Actionspiel zu, sehr brutal, sehr viel wahllose Gewalt und der Erzählstil, den fand ich am Anfang sehr interessant, weil er sehr kurze, prägnante Sätze ohne groß Beschreibungen macht. Am Ende fand ich das aber einfach nur anstrengend zu lesen, weil eben diese viele Gewalt, diese komische, urische, mittelalterliche Atmosphäre, zwar war dann mal jemand, der hatte irgendwie goldene Stiefel an und ist dann vorbeigeschwebt oder so,
Ja, das schon, aber diese Elemente waren noch da, aber die grundsätzliche Atmosphäre in dem Roman war schon eher mittelalterlich. Und eben wie in so einem Videospiel. Fand ich schade, weil es so gut angefangen hat und es hat mich am Ende einfach nur losgelassen. Ich habe es aber trotzdem zu Ende gelesen. Ich habe mir auch sagen lassen, dass der zweite Teil besser wird. Aber ich bin jetzt erstmal so ein bisschen frustriert und bockig und muss jetzt erstmal eine Zeit lang warten, bis ich den zweiten Teil lese, wenn ich ihn denn überhaupt lese. Eigentlich habe ich das schon noch vor. Aber eigentlich ist eine Einschränkung. Also ich bin mir da jetzt noch so ein bisschen unsicher. Ihr dürft mich gerne motivieren, den zweiten Teil zu lesen. Ab in die Kommentare mit eurer Motivation. Ich möchte ja auch herausfinden, warum die Menschheit diese Trilogie so verehrt. Weil ich tue es bis jetzt noch nicht so. Ich fühle mich öfter mal komisch, wenn ich über Bücher rede, weil ich glaube, ich habe einen komischen, kontroversen, diskutierfähigen Buchgeschmack. Das nächste Buch, was ich für euch habe, das fand ich großartig. Das Buch ist ein New Adult Roman. Den habe ich mir umsonst runtergeladen. Ich bekomme also einmal im Monat so ein Newsletter von einer Seite, die sich BookBub nennt und die schicken einem halt eine E-Mail über kostengünstige E-Books und da war das halt mal dabei. Ja, ich fand die Thematik ganz interessant. Ich hatte Lust auf einen New Adult Roman, habe einfach losgelesen, weil, ja, einen geschenkten Gaul, ihr kennt den Spruch, wenn es mir nicht gefällt, ich kann es ja immer noch abbrechen. Ich habe es dann angefangen und ich fand es von Satz zu Satz einfach immer besser. Und es hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen, weil das Buch genau das war, was ich von einem New Adult Roman erwarte. Ich erwarte nämlich keine tragische Geschichte von irgendeinem der Protagonisten, irgendwelche Misshandlungen in der Kindheit oder irgendwelche anderen traumatischen Erlebnisse, die aufgearbeitet werden müssen. Sie hat sich halt gerade von ihrem Mann getrennt. Der hat da was gemacht, was nicht so in Ordnung war. Und ja, sie ist konsequent, sie trennt sich und versucht sich jetzt einfach ein neues Leben aufzubauen. Ja, sie hat nicht besonders viel Geld und deswegen fragt sie ein WG-Zimmer an. Bei ihrem Cocky Roomie, so heißt das Ganze nämlich. Ihr vermeintlicher Mitbewohner ist einer der Cocker-Brüder, ja, aus Atlanta. Ich glaube, es umfasst 6 oder 7 Geschwister, vielleicht auch nur 5, ich bin mir gerade nicht sicher. War ja nur der erste Teil der Reihe. Jeder Teil der Reihe geht eben um einen anderen Sohn dieser Cocker-Familie. Und sie kommt ja neu nach Atlanta, sie kennt diese Brüder nicht und sie weiß halt auch nicht, dass da super viel Kohle hinter steckt. Und er ist erstmal einfach nur mit seinem Verhalten, naja, er ist schon sexy, keine Frage. Ein New Adult Roman muss für mich halt auch einen sexy Protagonisten haben, den ich irgendwie gut finde, beziehungsweise wo ich wenigstens verstehen kann, warum sie ihn mag. Er hat sich am Anfang erstmal sehr sexistisch verhalten. Er hat ihr also gleich beim Türaufmachen erstmal seinen Dingsbums gezeigt. Und das ist natürlich eine Situation, die ist vollkommen drüber, aber wie soll ich sagen? Männer halt, kann man mal verzeihen, wenn es nicht ständig vorkommt. Und ja, also es kommt halt dazu, dass sie bei ihm einzieht und es entwickelt sich rasant eine sexuelle Spannung zwischen den beiden Protagonisten. Er kann kaum an sich halten, er ist ihr im Grunde sofort verfallen, aber er bleibt dabei immer noch ein Mann. Und das ist nämlich auch etwas, was ich erwarte von New Adult Romanen. Es gibt sehr viel Sex, es geht sehr heiß her. Der Fokus ist definitiv auf Spannungen. Ja. Und ja, ich fand es großartig. Mir hat es Spaß gemacht zu lesen. Das ist ein Buch, das runtergebrochen ist auf wirklich die Grundelemente eines New Adult Romans. Das war lustig. Ich habe vor Lachen teilweise wirklich meinen Mann erschrocken, als er abends neben mir auf der Couch saß. Und davon mal abgesehen, ich glaube, der grundsätzliche Punkt bei dem Buch war, dass ich die Protagonistin mag, sie war eine Lady und dass ich ihn mochte, weil er auch ein Gentleman mag, weil er die Frauen liebt und nicht, weil er ein Arschloch ist. Also im New Adult Roman wird ja immer gesagt, die Männer wären Arschlöcher. Nein, es geht eigentlich genau um das Gegenteil. Männer sind nicht immer ganz mit der englischen feinen Art, haben sie es manchmal einfach nicht so. Sie sind ungehobelt, sie sind sexistisch. Sie sind auch manchmal ein bisschen Rüpel, aber im Endeffekt stellt sich ja am Ende eines New Adult Romans immer raus, dass er eigentlich kein Arschloch ist. Darum geht es mir zumindest. Und ich habe das Buch genossen, ich fand es toll. Und ich empfehle es Leuten, die ganz klassisches New Adult ohne Contemporary-Einflüsse, ohne Erotik-Einflüsse. Also es ist ja auch immer so eine Gratwanderung, aber bei mir war in diesem Buch eben. Also Dirty Talk geht noch, sie ist auch super cool damit umgegangen, aber in diesem Buch hat es einfach diese Gratwanderung bestanden. Ich
mochte es und ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag, also mit Vorbehalt. Ja, aber das habe ich halt gelesen, deswegen. Dann gibt es noch ein Buch, was ich gelesen und gehört habe, was auch eines der besten Bücher ist aus dem Monat Februar, die ich gelesen habe. Es geht um Mila Olsens Entführt. Ich habe dazu das Hörbuch gehabt und das E-Book. Dementsprechend schnell war ich da durch. Ich glaube, 2 Tage hat es gedauert. Ich will es nicht überhypen. Es ist nichts noch nie Dagewesenes, aber es ist eine sehr schöne, kontroverse Liebesgeschichte. Also sie wird ja von ihm entführt. Den Grund und so wie es geklärt wird, das ist ja diskutierfähig. Auch wie sie damit umgeht. Ja, okay, aber es war eine wunderschöne Atmosphäre in dem Buch. Ich mochte einfach, dass es in einem Wald stattgefunden hat, dass das Campen mir nahegebracht wurde. Er hatte ja so ein bisschen Probleme mit seiner Psyche und sie konnte damit gut umgehen. Sie war eine sehr starke Protagonistin und insgesamt der Stil, der Sprachstil des Buches war leicht, aber doch ernst zu nehmen. Und ich mochte es einfach, es konnte man wirklich schnell durchsuchten, wie man so schön sagt. Es gab ein Lied in dem Buch von Nickelback, Satellite. Das habe ich mittlerweile in eine Playlist-Liste gepackt und muss bei diesem Lied immer an dieses Buch denken, weil ich es einfach, ich mochte es einfach, ohne da jetzt irgendwie Fehler zu suchen. Fehler hat es sicherlich, wenn man danach sucht, findet man immer was, aber ich mochte es. Wenn ihr Lust auf eine etwas andere, ja, Liebesgeschichte mit tollem Flair habt, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Das kann man sich angucken, das kann man sich antun. Ich mochte es sehr gerne. Und außerdem kriegt die Protagonistin einen Wolf geschenkt. Und ja, das war auf jeden Fall das Coolste an der Geschichte und ich mochte es. Meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende des Videos. Es waren einige Bücher und ich hoffe, für euch war was dabei. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr dieses Video guckt. Und ihr könnt mir auch mal sagen, welches Buch ihr von denen schon gelesen habt, ob ihr da meiner Meinung seid oder auch nicht. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das wisst ihr, das sage ich meistens und ich meine das auch ernst. Ich freue mich über eure Kommentare und wenn ihr das Video mögt, dürft ihr auch gerne so machen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.